kelompok riset Universitas Biomechatronics Bielefeld, Jerman mengembangkan sebuah robot bernama Hector. Robot ini menyerupai serangga raksasa berkaki enam. Selain mampu bergerak secara mandiri, Hector mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Hector pun mampu berpijak di skala permukaan yang dilaluinya. Hector kann momentan laufen, kann kleine Hindernisse überwinden und wir arbeiten gerade daran, dass omnidirektional laufen kann. Ja, das heißt auch seitlich Kurven laufen. Das ist der nächste Schritt. Peneliti tidak sembarang memberi nama Hector. Hector berarti Hexapod Cognitive Autonomously Operating Robot atau robot otomatis berkaki enam yang dapat beroperasi secara mandiri. Es gibt momentan am Exzellenzcluster in Bielefeld ein Projekt mit Hector als zentralem Demonstrator. Und für Hector werden jetzt gerade Kamerasysteme entwickelt, die ein bioinspiriertes Bild der Umgebung liefern sollen. Das heißt, Hector wird dann auch ähnlich wie ein Insekt sehen können. Zusätzlich werden noch Fühler entwickelt, genau wie bei einem Insekt, die Antennen. Das heißt, er kann dann auch Hindernisse zum Beispiel erkennen, indem er sie vorher abtastet. Di masa depan, Hector akan dipasang sensor di bagian depan serta memberinya kepala agar serupa serangga. Hector diharapkan mampu mendukung kehidupan manusia seperti penyelamatan kendaraan, pengangkatan kargo di medan yang sulit, serta eksplorasi ruang angkasa.